So, hallo. Willkommen zu einem weiteren Soundcheck. Der ist zwar jetzt an, aber ich habe hier ausgeschaltet, weil ich meist ein Lied an, wo der irgendwie nicht viel schwingt, weil anscheinend das mit dem Gehäuse nicht so passt, keine Ahnung. Und die schwingen zwar auch nicht so viel, aber irgendwie kühlen die sich besser. Das Ding hier, das kommt gleich, hat auch schon mal ein bisschen leicht gestunken, habe ich dann gleich ausgemacht, geguckt, so anderes Lied dann mal so abkühlen lassen, mal ein anderes Lied angemacht. Was hat nicht mehr gestunken, aber die Kappe vorne war auch nicht mal warm. Anscheinend heizt sich die Spule bei dem Lied so extrem schnell auf, dass ja gar nicht ableiten kann die Hitze. Und bei denen, die werden auch minimal vorne warm, die Kappe, aber irgendwie kühlt sich das besser hier. Im Schwindel auch nicht voll aus, nur bei ein paar Frequenzen jetzt, aber ja, damit einfach mal sehen, was die kann. Und ich habe so viel mit denen schon gezeigt, deswegen sage ich noch mal was mit denen. Deswegen, so viel, wenn der jetzt nicht mitläuft. Könnt ihr ja mal schreiben, wieso generell immer bei so einer Frequenz sich das nicht so richtig schwingt. Und hört doch jetzt gleich mal raus, dann das Powerrohr, da kommt so viel Luft raus, obwohl die eigentlich nichts machen, weil das halt genau diese Frequenz ist, wo die meiste Luft im Gehäuse ist. Deswegen können die Membranen dann nicht so schwingen. Und bei dem ist genau dasselbe, nur weil die Membran wesentlich größer ist, ist das wahrscheinlich der Effekt noch größer. Somit schwingt das Ding fast gar nicht. Und wenn dann da 200 Watt reingejagt werden, zum Beispiel jetzt, oder 100, sagen wir mal. Da kann sich die Spule nicht kühlen, wenn sich das Chassis nicht bewegt. Ja. Bei dem hier, da geht pro Lautsprecher nur 80 Watt maximal rein, was glaube ich jetzt noch nicht erreicht ist. Und deswegen ist es dann jetzt auch schlimm. Aber wenn da aus 100 Watt reinkommt bei dem Clip, das ist dann schon was anderes. Also, ja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. So, los geht's. Was von denen hier? Die drücken sich sogar auch ein bisschen raus, aber man sieht es zumindest. Die Glyphs haben auch schon guten Druck drauf. Die anderen haben schon guten Druck drauf. Also ein Robert ist nett, aber... Jetzt hätten wir Luft brauchen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber ich höre es halt hier auch schon. So ein Clip nicht ganz so heftig. Bei meinem Vater vorne ist der geschlossenes Gehäuse, da ist dieser Effekt nicht. Da können die voll auslegen, bei der Frequenz ist. Ich habe mal einen gesehen, ein Sunfire-Subwoofer, ist ein 25 cm Chassis, also keiner hat einen 30er, kein 20er, ein 25er nur. Im geschlossenen Gehäuse 2700 Watt hat das Ding, den Stufe, und kostet glaube ich auch irgendwas mit 2000 Euro. Ist mir ein bisschen zu teuer gewesen, vor allem auch für diese kleine Größe. Aber der kann auch wieder bei dieser Frequenz voll auslegen, der macht ja so, also so natürlich nicht, aber diese 6 cm Langhub, was der auch kann, ja. Es ist halt schade, dass der Clip ist, dann kann das selber so, dass, und vor allem ist es nicht schlimm, wenn er es so macht wie die Kandons, aber wenn der gleich anfängt, da zu stinken, weil die Spule heiß wird, das habe ich keinen Bock drauf. Ja,
wenn natürlich seiner sagt, das ist nur, weil er sich einbrennt oder keine Ahnung, was auch immer, das hört dann irgendwann auf, aber ich glaube es nämlich nicht, ja. Deswegen, ich lasse es dann einfach, dann mache ich ihn aus oder so oder höre so Lieder nicht. Wie gesagt, es war jetzt so wieder testen, was die können. Und man hört ja auch bei den Höheren, dass dann rauskommt da schon, ohne dass der läuft. Also es ist schon trotzdem heftig, ja, aber naja, könnt ihr mal sagen, wieso das halt dieser Effekt da ist. Also ob es eine Bauform liegt, ich weiß es nicht. Oder wieso geschlossene das Problem nicht haben. Ja. Das war bei meinem Vater von das Problem, wenn das Höhere besser sind, wo hier die normal laufen, da kommen die vorne rausgedrückt, ja. Das ist halt wieder das, aber egal. Bis dahin und ciao.